Jo, aber wir machen jetzt erstmal noch graue und grüne Sachen. Zum Beispiel die eine Quest, die hier auch in Bree noch ist. Ich habe eine Elbenband auf Gwaii hier. Macht schon Spaß. Allerdings war es auch ein steiniger Weg bis zu meiner sechsköpfigen Band. Und sicher macht man sich nicht nur Freunde, bis man mal ganz gut wird. Meinst du? Ist es auch so ein bisschen Ellenbogen-Dingens? Wir haben da aber irgendwie noch immer Quests da drin. Ach, wir müssen ja eh nochmal her. Machen wir erst die andere. Komm, aufsteigen. Was Softeis, Mama? Ich glaube, ich muss hier mal wieder ein paar Leute melden. Hier ist der RP-Server, Leute. Das stört mich. Ich bin jetzt hier Namenspolizei in Bree. So, wo müssen wir denn hin? Hier. Hier? Ist das nicht hier? Ja, okay, doch, kann sein. Das sieht bloß auf der Karte ein bisschen komisch aus. Nee, hier kommst du nicht rum. Die Musik klingt halt schon sehr mechanisch, diese eingespielte, die dann so automatisch läuft, wenn man da so eine feste Melodie, also so eine Melodie hat, die man dann quasi nicht selbst spielt, sondern die dann so runtergespult wird. Bekannten Musiken. Das ist schon ganz witzig, aber Oha, schaut mal hier. Ja, sehr verdächtig. Was? Körnige Tür? Körnig? Das würde mich auch wieder interessieren, wie das auf Englisch heißt. Was? Nicht alle, die herumstreunen, haben sich verlaufen? Der Geisterbär brüllt, Freundin, sofort öffnen, bevor ich meine Geduld verliere. Oh, sollen wir das mal probieren? Das Losungswort, haben wir das überhaupt gehört? Sprecht mit dem Türsteher beim Versteck der Eindringlinge und sagt ihm das Losungswort. Ich hoffe nur, dass es dann nicht als gefailed gilt und wir dann wieder da hoch müssen zu der Insel. Ja, komm, wir sagen einfach mal Freundin. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Freund? Was ist denn das für ein Passwort? Ich bin nicht euer Freund, warum nicht? Dürfen wir weiterraten? Sofort öffnen, bevor ich meine Geduld Was verliere. benötigt ihr? Das ist nicht das Passwort. Das wäre sogar ein fürchterliches Passwort. Oh, ihr meint, ihr verliert die Geduld und ich soll die Tür öffnen? Guter Witz. Es tut mir schrecklich leid. Ihr werdet nicht hineinkommen. Warum nicht? Dann probieren wir es mal mit. Der Geisterbär Was brüllt. ist Das nur klingt aus gut. dieser Welt geworden? Der Geisterbär? Wie könnt ihr das wissen? Ich sehe, ihr seid erfahrener, als es den Anschein hat, Fremdling. Seit vielen Jahren hat niemand vom Geisterbär gesprochen. Es gab einmal eine Zeit, zu der man das offene Feld nicht überqueren oder ein Tal durchschreiten konnte, ohne die Furcht vor dem geisterhaften Brüllen bei seinem plötzlichen Auftauchen. Und wenn ihr euch umdrehtet, wart ihr sicher, in einem geifernden Rachen zu schauen und alles nur, um festzustellen, dass ihr mit euren Gedanken und eurem Zittern ganz allein wart. Aber wie gesagt, das ist nicht das Passwort. Oh, schade. Vielleicht nicht alle, die herumstreunen, haben sich Warum verlaufen. belästigt ihr mich? Nein, das ist nicht das Passwort. Und was meint ihr überhaupt damit? Ich würde sagen, dass jeder, der herumstreunt, sich entweder verlaufen hat oder nichts Gutes im Schilde führt, wie einer dieser Waldläufer. Ich sah gestern Morgen einen Waldläufer in der Stadt auf seinem Pony sitzen und er warf mir einen Blick zu, den ich sicher nicht verdient habe. Das will ich euch sagen. Ich glaube, wir wären besser dran, wenn diese Waldläufer beim Herumstreunen sich ein für alle Mal verliefen und verloren gingen. Aber wie gesagt, das ist nicht das Passwort. Er ist sehr geduldig, ne? Seid ihr sicher? Nun gut, okay, dann sagen wir das richtige Wort. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Wie war das? Ein weiterer Eindringling ist hier? Okay, ich erkenne euch nicht, aber unsere Gruppe ist ja auch schon so groß, dass mich dies nicht mehr überrascht. So viel wie nötig, stimmt's? Wir hätten jedoch ein besseres Losungswort wählen können. Naja, zumindest
lässt es sich leicht erinnern. Naja, ein weiterer Eindringling ist hier. Weiß nicht, ob ich mir das gut merken würde. Dann treten wir mal ein, hä? Wenn uns reinlässt. Oh, wir konnten hier nette Sächerchen. Ihr habt mir das Losungswort gesagt, daher dürft ihr eintreten. Ich werde euch den Weg zeigen. Viele Leute sind bereits da. Ich habe schlagfertige Taube und unredlichen Gerhard und noch ein paar andere hereingelassen. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, einzutreten. Wenn ich mir meine ersten Songs heute noch einmal anhöre, dann schlage ich doch oft die Hände über den Kopf zusammen, wie ich das anderen antun konnte. Ja, wobei manche ja gar nicht so musikalisch sind und die merken das dann vielleicht gar nicht. Die hören nur, dass da irgendeine Musik dudelt. Die Überraschung der Eindringlinge. Geht euch nur das Versteck ansehen. Ich werde euch nach draußen begleiten und dann an meinen Posten. Hä? Ich werde euch nach draußen begleiten? Eigentlich solltest du mich nach drinnen begleiten, oder? Geht euch nur das Versteck ansehen. Ich werde euch nach draußen begleiten und dann an meinen Posten zurückkehren. Ja, dann tut es mal. Eher nach drinnen. Eine widerliche Bande des großen Volkes hat sich versammelt und plant einen furchterregenden Angriff auf Bree. Ich hoffe nur, mein neuer Freund vermag es, sie aufzuhalten. Ach, natürlich. So ein paar Halunken. Das schaffen wir schon. Guck mal, schlagfertige Taube, der sieht doch aus wie ein Halunke. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Seid ihr sicher, dass ihr einer von uns seid? Dies ist von langer Hand geplant und ich will nicht, dass uns das ein Außenseiter ruiniert. Die Leute werden so schnell nicht vergessen, was wir hier heute tun. Nicht solange mein Name schlagfertige Taube ist. Und das ist er. Seht ihr diese Klinge? Ich kann all das, was ich will, sauber durchschneiden. So scharf sind beide Seiten. Die Klinge und mein Verstand. Ich habe schon den ganzen Morgen lang Dinge zerschnitten und werde noch mehr zerschnitten haben, wenn der Tag zu Ende geht. Ihr werdet es sehen. Geht in den Hauptraum und schaut nach, ob Gerhard alles vorbereitet hat. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Oh nein, was wird er denn schnippeln? Die Leute hier werden diesen Tag nicht so schnell vergessen. Dafür werde ich sorgen. Ja. Was haben sie nur vor? Da sind noch mehr. Eindringlinge. Ich habe meine Seile noch nicht ausgepackt. Ich bin sicher, sie werden halten, aber ich brauche mehr Zeit. Wir müssen noch eine Menge Dinge hochhieven. Oh, nach all diesen Geplane in letzter Minute, wegen zu wenig Zeit zu versagen. Ich sah, wie scharf Taubes Messer war. Wenn ich mich nicht beeile, könnte er es als nächstes bei mir verwenden. Beobachte das Treffen der Eindringlinge. Wenn ihr mir nicht beim Auspacken der Seile helft, wird alles umsonst gewesen sein. Ah, oh, wir haben keine Zeit mehr, er ist da. Oh nein, alles ist umsonst gewesen. Was ist los, Freunde? Überraschung, Arthur, Überraschung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Überraschung. Das war jetzt die Untat. Schaut euch das an. Alle meine Freunde haben sich versammelt, um mich mit einer Geburtstagsfeier zu überraschen. Ich kann es nicht glauben. Euch allen vielen Dank. Danke, Dank. Herzlichen Dank, meine Freunde. Ich habe schon den ganzen Morgen lang dicke Scheiben von knusprigem Brot geschnitten. Bedien dich, Arthur. Ich wollte mit meinen Seilen ein paar Einrichtungsgegenstände aufhängen, aber die Zeit reichte nicht aus. Bemüht euch nicht, Gerhard. Ich brauche keine Einrichtungsgegenstände. Ich will nur meine Freunde um mich haben. Ja. Also als ich das erste Mal gespielt habe, war ich auch total gespannt und habe gedacht, weiß Gott was. Also ich bin der Story wirklich komplett auf den Leim gegangen. Also das fand ich richtig nett. Ich habe fast das Hauptgericht vergessen, Arthur. Was wären dicke Scheiben von krustigem Brot ohne etwas zum Hineindippen? Wir haben alle ein paar Münzen gegeben, um eine große Portion Schindkrötensuppe von Sieg Alrauns gut besuchtem Geschäft zu kaufen. Er sollte jeden Moment mit der Suppe hier sein. Und deswegen musste er nämlich so viele Schindkröten haben, damit er ganz, ganz viel Suppe kochen kann. Warum braucht er nur so lange mit der Suppe? Es tut mir leid, Leute, ich konnte es nicht machen. Oh nein, die Party wird ruiniert.
Ich konnte es nicht tun, nachdem ich all diese kleinen Schildkröten gesehen hatte mit ihren kleinen Panzern und ihren kleinen schnappenden Schnäbelchen, konnte ich sie einfach nicht in eine Suppe verwandeln. Ich brachte sie her, steckte sie in einen Sack, den mir Grobus Neffe gegeben hatte, und verschnürte ihn. Ich ließ ihn an der Tür. Vielleicht können wir sie wieder aussetzen und meine Kunden werden mir vergeben, dass ich unseren Handel nicht eingehalten habe. Ich werde ihnen natürlich ihr Geld erstatten. Hörst du da jemanden? Ah, entflohene Schildkröte. Die sind aber jetzt schon gewachsen, oder? Beim letzten Mal waren die nicht ganz so groß. Wie sie alle hüpfen. Enttäuscht? Ganz und gar nicht. Zunächst einmal habe ich für Schildkrötensuppe nicht viel übrig. Und dann seht euch diese kleinen Kerle einmal an, wie sie herumlaufen, als würde ihnen alles hier gehören. Vielleicht sollte es das. Ich habe nicht weit von hier ein geräumiges Heim. Und soweit ich weiß, drückt der Bürgermeister ein Auge zu, wenn es um die Anzahl von Haustieren geht, die man in einem Heim in Bree halten darf. Ich könnte diesen kleinen, schnappenden, süßen Schildkröten ein liebevolles Zuhause geben. Sie bleiben bei mir. Abgemacht. Das ist mein allerschönster Geburtstag. Meine alten Freunde haben mich überrascht und ich habe viele neue Freunde gewonnen. Und sogar Schildkröten. Ja, die wuseln hier rum und wir mussten die ja schon mal einfangen, aber ich meine, die waren da etwas kleiner. Wusel. Ich werde euch mein Heim zeigen. Naja, ihr könnt mir beim Tragen meiner neuen Schnabelfreunde helfen. Guck mal, und er hat so jetzt so ein richtiges, schönes Areal hier für die Kleinen. Aber jetzt wuseln sie nicht mehr so. Guck mal, jetzt sitzen sie da, futtern ein bisschen was und schlafen. Und da ist sogar ein Körbchen mit Pilzen. Da ist Wasser drin, guck mal. Da ist Wasser drin. Ist ja süß. Und sie sitzen auf dem Tisch und fressen sein Futter, sein Essen, sein Kuchen, seine Beeren, seine Karotten. Alles, alles. Sie fressen ihm die Haare vom Kopf. Da hinten sitzt auch eine. Und hier? Oh, und im Bett schlafen sie und sitzen auf seinem Stuhl. Das waren aber auch ganz schön viele. Sind da auch noch irgendwo welche? Da, auf dem Sofa, im Kamin. Oh, da muss er ja aufpassen, wenn er die anzündet. Wenn er den anzündet, da ist eine. Und da, überall. Oh, ist ja süß. Oh, wie süß. Die wollten nur was zum Essen haben. Ja, wahrscheinlich. Ich kann es nicht glauben. Dies war der beste Geburtstag, den ich je hatte. Und nun habe ich so viele neue Freunde bekommen, mit denen ich mein Heim teilen kann. Schaut euch all die kleinen Kerle an. Diese Feier war eine gelungene Überraschung und hat doch wohl so viel Planung erfordert. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, mein neuer Freund. Muss niemand denn? Ja, komm, machen wir mal Bezwinger. Jo. Ja, die Geschichte ist echt süß. Die kam auch erst später, die gab es nicht von Anfang an in Bree. Kam es irgendwann mal später erst. Gut, weil dann haben wir nämlich genau die richtige Größe, würde ich sagen. Hat die auch noch ein angeklebtes? Ja, jetzt musste nicht mehr ankleben. Das war nämlich der Anfang dieser Geschichte, diese Plakate hier. Okay, dann dürfen wir jetzt keine grauen Quests mehr haben. Tal von Andrath. Eigentlich könnten wir das Tal von Andrath auch gerade machen, wenn das eh Level 15 ist. Und das ist ja dann hier unten. Da hätten wir die Ecke nämlich auch. Und da sind wir schon in Andrath. Hoppeliwopp. Die Bogenschützin da, die will was von mir. Nee, nee.
Jetzt haut's wieder ab. Gucken wir mal, was die hier wollen. Grimranke hat endlich Unterstützung geschickt. Wir haben uns schon gefragt, ob er uns vergessen hat. Als wir angekommen sind, haben wir eine weit größere Streitmacht gefunden als angenommen und wussten, dass wir unsere Post nicht verlassen durften. Wir haben bereits gesehen, wie diese Teufel schreckliche Taten durchgeführt haben. Wir müssen entschlossen bleiben und unsere Pflicht tun. Aber er hat noch mehr? Bleibt einen Moment. Grimranke tat gut daran, uns hierher zu schicken. Aber wir nahmen an, dass Verstärkung eintreffen wird, sobald er bemerkt, dass wir keine Berichte senden können. Eure Nachricht über die Geschehnisse im Norden machen deutlich, dass sich die Räuber mit den Karawanen einschleichen, die sie passieren lassen. Es gibt nämlich hier hinten im Hintergrund ein Tor. Und hinter diesem Tor müsste eigentlich irgendwann mal noch ein Gebiet freigeschaltet werden. Da ist nämlich Platz. Schaut mal, wo sind wir denn? Hier. Und da, diese Straße, die Karawanen, die von hier kommen, die meint er. Da lassen sie die durch. Dieses Tor haben sie besetzt. Und da tun sie ihre Räubers einschleusen. Die sind dann auf den Wagen versteckt und müssen dann, die Kaufleute müssen die dann mitnehmen. Und dann hüpfen die wahrscheinlich wieder raus. Und so können die sich vielleicht sogar bis Schragen bewegen, wer weiß. Aha, also sie wissen davon. Diejenigen, die das Pech haben, nicht reich genug zu sein, um für die Passage zu bezahlen, werden respektlos behandelt. Ihre Leben sind verwirkt und ihre Waren werden von diesen abscheulichen Kreaturen beschlagnahmt. Eure Informationen bestätigen das, was wir befürchtet haben. Die dunklen Typen unter ihnen sind Halborks, diese widerlichen Bestien. Es ist an der Zeit, dass wir ihnen jedes Leben, das sie genommen haben, heimzahlen. Schlagt in den Ruinen zu und vernichtet alle Feinde. Ich sorge dafür, dass ihr reichlich bezahlt werdet. Besiegt Räuber und Halborks. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Es gibt einen Anführer unter diesen Teufeln, Scharras Leutnant in Andrath. Ich habe ihn gesehen. Er ist ein kräftiger, stämmiger Kerl. Ein Mensch, kein Halbblüter. Er hat sein Lager in den südwestlichen Ruinen und brüllt seine Befehle an alle diese Narren. Jemand muss sich um ihn kümmern. Vielleicht werden sich die Räuber ohne einen Anführer nicht erholen, was uns Zeit verschafft, in der sich mehr Leute unserem Kampf gegen Scharra anschließen können. Besiegt Scharras Leutnant auf der Südwacht. Und hier drüben, der will auch was. Oh, ganz, ganz viel. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ich bitte euch um einen Moment. Um einen Moment und eine gesenkte Stimme. Wachtmeister Dürrblatt braucht dies nicht zu hören, da es ihn nur zu einer Torheit verleiten würde. Ich habe in den Ruinen einen weiteren Schrecken erspäht, schlimmer als alle Anführer der Menschen, einen Anführer dieser Halbblüter. Er ist größer als die meisten anderen und ein furchteinflößender Anblick, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Solltet ihr auf diesen Zeitgenossen treffen, so rate ich euch die Flucht in die Hügel. Doch ihr scheint abenteuerlustig zu sein, also biete ich euch eine Belohnung für die Beseitigung dieser Bedrohung. Der Halborg lauert gleich beim südlichen Tor in den tiefsten Tiefen des Lagers. Besiegt den Halborg-Anführer. Also gibt's von den Menschen und von den Halborgs einen Anführer. Bleibt einen Moment. Einige Transportwagen können sich den Durchlass hier in Andrath leisten, das haben wir teilweise schon erlebt. Die Gebühr ist sehr hoch, wodurch sich der Preis ihrer Waren im Breland stark erhöht. Die Wagen, die Gebühr der Räuber nicht bezahlen wollen oder können, nun, diese verlieren ihre Fracht an die Räuber. Doch dann muss ein Ende gesetzt werden. Ich bitte euch, sucht in den Ruinen und bei den Feinden nach diesen Gütern. Sie sind für unsere Heimat lebensnotwendig und ohne sie erwartet uns ein großes Leiden. Sammelt Transportgut. 30 Kisten oder Päckchen oder ich weiß nicht was. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Seit wir ins Tal von Andrath gekommen sind, werde ich von fürchterlichen Träumen und unerträglichen Geräuschen aus dem nahegelegenen Sumpf heimgesucht, die ich nicht ertragen kann, da ich nicht an die Wildnis gewohnt bin. Wenn ich mal etwas Schlaf finde, dann ist es sehr unruhig. Es sind schon mehrere Tage vergangen, seit ich meine Augen für mehr als eine Stunde schließen konnte. Könntet ihr die Zirperkörper vielleicht töten, die im Sumpf nördlich und östlich von hier leben? Ich wäre euch wirklich sehr verbunden.
mehrere Tage nicht geschlafen. Ich glaube, da wäre ich hinüber. Da könnte man mich sonst wohin werfen. Mir reicht schon, wenn ich eine Nacht nur kurz geschlafen habe. Also zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, bis 3 Uhr oder 4 durchgemacht, in Anführungsstrichen, hat. Und dann, ich bin niemand, der dann halt hinten raus lang schlafen kann. Ich wache halt dann trotzdem, ich schlafe dann vielleicht ein, zwei Stunden länger als sonst. Aber wenn ich dann halt nur 4 Stunden geschlafen habe oder 5, dann reicht mir das halt hinten und vorne nicht. Und ich merke das dann am kommenden Tag. Vor allem, dann bin ich halt völlig durch. Und deswegen vermeide ich das, wo es geht, dass ich irgendwie, dass mir Nachtschlaf fehlt. Weil das ist gar nicht gut für mich. So, wir machen erstmal die Kirpa. Und da gibt es hier unten am Teich ganz, ganz viele. Ist auch sehr zum Empfehlen für das Buch der Taten, weil da kann man schön außen rumlaufen. Und wenn man dann einmal rum ist, dann hat man schon wieder Respawn. Das ist super duper praktisch. Und den Körperbezwinger haben wir auch noch. Aber wir haben noch einen, den mittelschweren. Zack, mal um. Ja. Also ich glaube, hier habe ich schon ein paar Mal das Buch der Taten für diverse Charaktere voll gemacht. Was halt hier einfach sehr günstig ist. Warte mal, wir klicken hier. Das ist der Zirper. Zack, so, einen brauchen wir noch, den kriegen wir auch auf dem Weg da nach oben. Na, na, guckt mal, da ist doch einer. Dann nehmen wir den. Und dann wieder zurück und dann schauen wir mal in die Ruine, dass da mal ein bisschen aufgeräumt wird. Die müssen wir eh durch ziemlich viele Orks. Halborks. Halborks und sonstige Banditen. Und die haben dann auch schön hier die Kisten. Der den da sollst du nehmen. Also man kann Kisten, es gibt Kisten, die droppen, ne? Ja, 36 habe ich schon. Und es gibt Kisten, die man hier so einsammeln kann. Zack, weg bist du. Und da hinten, da müsste ja auch unser erster. Okay, da kommt ein Hauptmann an. Und dann. Aber der ist, glaube ich, kein besonderer. Da hinten, das ist der Anführer. Und hier ist das Tor. Und hier müsste eigentlich irgendwann mal, guck mal, wenn man dahinter schaut, sieht man auch, der Weg geht weiter. Die Landschaft geht weiter. Ob da irgendwann mal auch was gebaut wird, ein Gebiet eingebaut wird, weil hier geht es jetzt einfach nur. Wo sind wir denn? Irgendwo, also wir sind jetzt da irgendwo. Ich könnte schon noch mal irgendwas freigeschaltet. Also hier haben wir halt das Auenland, hier haben wir die einsamen Lande, Breeland. Und hier könnte durchaus noch mal was kommen. Hier vielleicht zwischen diesen zwei Flüssen.
Da gibt es ja auch die Straße nach Süden, ne? Das alles hier, also hier, da gibt es ja wieder Gebiete. Aber das, was hier drüben ist, das kann alles irgendwann noch bespielt werden. Ha, dieses, das, hier vielleicht auch. Hier hinten gibt es auch noch Gebiete, die noch nicht von uns bespielbar sind. Also da geht schon noch ein bisschen was. Hier könnte auch noch was reingepackt werden, wenn Sie wollen. Am Fluss Loon. Ich denke mal, das werden die schon noch machen. Die haben, können noch sehr viel Content nachschieben. So, also machen wir noch den anderen Anführer. Ich glaube, die Kiste da hinten brauche ich gar nicht, oder? Nehmen wir sie mit? Ja, komm, nehmen wir sie mit. Aber wir haben schon, wir brauchen nur noch 12. Und bis wir uns oben durchgemetzelt haben, haben wir die locker. Der ist nämlich ganz, ganz, ganz oben. Auf der obersten Plattform. So, Banditenhammer und Halborks. Jetzt müssen wir noch ein paar Transportgüter. Oh, da hinten hat sogar ein Kistchen für mich. Oh, mich greift das an. Wenn ich unterbricht mich auch gleich. Ja, gerade ja noch geschafft. Oder? Konnten wir looten? Die Kiste? Eine Kiste noch, da können wir uns die links sparen. Da haben wir noch den Scharsleutnant. Was? Ich habe den angeguckt. Besiegt. Wir haben alles und dann bringen wir die Quests mal zurück. Was kann ich für euch tun? Wir können diejenigen, die von uns genommen wurden, nicht zurückbringen, aber wir können in der Gewissheit ruhen, dass einer gewissen Gerechtigkeit gedient wurde. Ich kann nicht behaupten, dass die Zukunft des Breelandes rosiger aussieht, da ich sogar schon jetzt erkennen kann, dass die Anzahl der Feinde ansteigt und die Gefallenen wieder ersetzt. Breeland ist durch diesen Scharrer in großer Gefahr. Was kann ich für euch tun? Wie ich es erwartet habe, ich befürchte, wie ich es erwartet habe. Ich befürchte, mein Kollege Wachtmeister Eichenthal hat recht. Bre kann dieses Problem nicht alleine lösen. Wir werden uns Rat von anderer Stelle holen müssen. Ihr habt im Breeland eure Dienste erwiesen, naja. Ich werde euch nur, was ich biete euch nur an, was ihr verdient habt und was wir entbehren können. Bisschen komisch, oder? Ah, weil wir jetzt den Boss getönt haben. Hat er irgendwas gesagt, der Boss, beim Sterben? Manchmal rufen die ja irgendwas. Es kommen noch mehr. Nö. Ich biete euch nur an, was ihr verdient habt und was wir entbehren können. Das ist ein komischer Ausdruck, oder? Wo kommen die Hobbits eigentlich her? Bei den Menschen, Elben und Zwergen weiß man es ja, weil es eine Lore gibt. Aber die Hobbits... Ich glaube, das weiß man gar nicht. Die waren irgendwann mal irgendwie, hat man sie entdeckt und dann waren sie halt einfach da. Ich weiß es nicht. Müsste man mal nachgehen. Ich grüße euch. Ich werde die grausamen Taten dieser Kreatur niemals vergessen können. Doch ich werde wieder ruhig schlafen können, da ihr seiner Herrschaft ein Ende gesetzt habt. Ich kann euch nur wenig bieten, aber das... habt ihr euch redlich verdient. Jo, wir bekommen sogar beides. Ich müsste sowieso mal... Ach, ich habe bis jetzt da eh noch keine Tränke gebraucht, aber ich müsste mal eigentlich die Tränke hier so ein bisschen austauschen. Die brauche ich eh nicht. Und dann kann ich nämlich die kleinen sowieso mal beim nächsten Mal auch verkaufen. Dann locken wir die mal. Wo sind die denn überhaupt?
Da. Die können weg. Die brauchen wir nimmer. Ich grüße euch. Ich werde den nächsten Wagen, der durch die Tore gelangt, begrüßen. Sämtliche Räuber beseitigen, die dumm genug sind, sich mir in den Weg zu stellen und diese Waren schleunigst zu denjenigen bringen, die sie benötigen. Das mag nicht viel sein, aber es mindert das wachsende Problem vieler Bauern im Breland. Hier, das habt ihr euch verdient. Also eigentlich haben wir jetzt so viele ausgemerzt. Und wenn jetzt nicht so viel Nachschub kommt, dann können ja vielleicht sogar die zwei sich jetzt in Zukunft hier drum kümmern, dass diese Ruine nicht mehr ganz so überbevölkert ist. Was kann ich für euch tun? Oh ja, ich konnte hören, wie sich die Zirperkirper im Sumpf vom Lager entfernten. Ab Dank. Vielleicht werde ich heute Nacht Ruhe finden und somit wieder Mut und Entschlossenheit in meinem Herzen fassen. Er könnte sich ja aber auch was in die Ohren stopfen, oder sind die so laut, dass selbst das nichts nützt? Vielleicht könnte er dann schlafen. Aber dann hört er vielleicht nicht rechtzeitig, wenn irgendwie etwas naht. Das stimmt, das wäre natürlich nicht gut. Da sollte man ja schon wachsam sein. Bleibt einen Moment. Ich bleibe entschlossen, aber die Logik sagt mir, dass ich schnell handeln muss. Also werde ich das tun. Ihr müsst schnellstmöglich zu Hauptwachtmeister Grimranke zurückkehren. Berichtet ihm, was ihr hier gesehen habt, und fleht ihn an, seinen Hass gegen die Waldläufer für eine Weile zu vergessen. Sie mögen die einzigen Verbündeten sein, auf die sich das Breland in diesen dunklen Zeiten verlassen kann. Wieso hat er einen Hass auf... Kam das mal irgendwann raus, dass er einen Hass gegen Waldläufer hat? Ich weiß, dass er ihnen jetzt nicht so getraut hat und dass er sie nicht um Hilfe rufen wollte und bla bla und das selber schaffen, aber ein Hass? Diese Festung ist für uns verloren, aber Eichenthal und ich werden tun, was in unserer Macht steht, um ein Überschwappen dieser Flut ins Breland zu verhindern, bevor die Einwohner gewappnet sind. Geht jetzt, bevor diese Biester unsere Position finden und unseren Widerstand brechen, bevor er begonnen hat. Okay, dann haben wir hier nämlich alles erledigt. Oh. Und dann hüpfen wir wieder zurück. Und das ist ja der hier oben, ne? Der hier. Dann können wir eigentlich hier bleiben, gerade auf der Wiese. Da müssen wir gar nicht durch Bree. Dann sind wir ein bisschen schneller.